Willkommen zum neuen Video. Heute geht es um Anleihen mit Ausfallrisiko. Das heißt, die Frage, wie bewerte ich eine Anleihe, wenn wir Ausfallrisiko haben? Das heißt, unsere Zahlungen sind jetzt eben nicht mehr sicher. Und das ist letztendlich ein wichtiges Thema, weil das in der Realität eben der Normalfall ist. Das heißt, wir haben eine gewisse Unsicherheit, ob der volle Betrag eben zurückgezahlt wird. Und das machen wir in zwei Aufgaben. In der ersten Aufgabe haben wir ein Unternehmen, das eine Null-Coupon-Anleihe ausgegeben hat. Das heißt, eine Anleihe, die keine Coupons unterhalb der Laufzeit hat, sondern nur den Nennwert zurückzahlt. Und der Nennwert ist hier 100 Euro und wir haben eine Laufzeit von 2 Jahren. Und im Falle dessen, dass die Anleihe ausfällt, was mit 50% der Fall ist, bekommen wir nur 50% unserer Zahlung. Und wir sollen jetzt den Preis einer solchen Anleihe berechnen, wenn die erwartete Rendite 5% beträgt. Das heißt, in Kürze zusammengefasst, wir haben eine Laufzeit von 2 Jahren, einen Nennwert von 100, eine Rückzahlungsrate von 50%, eine Ausfallwahrscheinlichkeit von ebenfalls 50% und unsere erwartete Rendite ist 5%. Und den Preis berechnen wir jetzt, indem wir nicht einfach den Nennwert durch die erwartete Rendite hoch 2 nehmen, sondern wir müssen jetzt die erwartete Zahlung benutzen. Wie berechnen wir die? Naja, wir nehmen die Wahrscheinlichkeit, dass es ausfällt, mal die Auszahlung in dem Fall, plus die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ausfällt, mal den Nennwert. Das heißt, D beträgt ja unsere Ausfallwahrscheinlichkeit, mal die Rückzahlungsrate, die uns angibt, wie viel Prozent meiner ursprünglichen Zahlung kriege ich in dem Fall zurück, plus eben die Gegenwahrscheinlichkeit, also 1 minus die Ausfallwahrscheinlichkeit, dass wir den vollen Betrag zurückbekommen. In unserem Fall dementsprechend 50% Ausfallwahrscheinlichkeit mal 50% Rückzahlungsquote mal den Nennwert plus die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ausfällt, auch 50% mal diesen Wert und wir erhalten einen Preis von 68,03 Euro. Das heißt, wir bezahlen logischerweise für eine Anleihe, die ein Ausfallrisiko hat, natürlich einen geringeren Preis, weil ich ja Ceteris paribus ansonsten, wenn ich zwei Anleihen zum selben Preis hätte, wo die eine eben ausfällt und die andere nicht, naja, welche würde ich nehmen, die ohne Ausfallwahrscheinlichkeit ist? Das heißt, die mir die höhere erwartetere Auszahlung gibt. Und in einer zweiten Aufgabe wollen wir uns noch mehr genauer mit der Effektivverzinsung und der erwarteten Rendite beschäftigen. Diesmal hat ein Unternehmen eine ausständige Null-Coupon-Anleihe mit einer Restlaufzeit von 3 Jahren und einem Nennwert von 100. Und diesmal wissen wir den Preis dieser Anleihe, der liegt in allen Fällen bei 75 Euro. Und wir gehen halt im Falle des Ausfalls von einer Rückzahlungsrate von 50% aus. Und wir wollen jetzt folgende Tabelle ausfüllen. Wir haben hier verschiedene Ausfallrisiken, 0%, 25, 50, 75 und 100% Ausfallwahrscheinlichkeit. Und wir wollen für diesen beiden Fälle die Effektivverzinsung, die erwartete Rendite ausrechnen. Auch nochmal hier kurz zusammengefasst, wir haben eine Laufzeit von 3 Jahren, einen Nennwert von 100, einen Preis von 75 und die Rückzahlungsrate ist 50% und die Ausfallwahrscheinlichkeit eben in den 5 Szenarien. Wie berechne ich jetzt die Effektivverzinsung? Die Effektivverzinsung hier mit Y, eben wie der interne Zinssatz, ist die großtete Wurzel von Nennwert durch Preis minus 1. In unserem Fall also die dritte Wurzel, weil wir 3 Jahre Laufzeit haben, durch einen Nennwert von 100. Durch den Preis minus 1 sind 10,06%. Und wir sehen, dass hier nichts mit der Ausfallwahrscheinlichkeit drin steht. Das bedeutet, die 10,06% sind eben unabhängig davon, ob die Anleihe ausfällt oder nicht, sondern ich gucke mir im Prinzip einfach nur die Relation zwischen dem Nennwert und dem Preis der Anleihe an. Wie berechne ich jetzt die erwartete Rendite? Naja, die erwartete Rendite ist eine sehr ähnliche Formel. Wir nehmen wieder die tete Wurzel, aber diesmal nehmen wir nicht einfach den Nennwert, sondern wir nehmen die erwartete Zahlung durch den Preis minus 1. Also, wie wir es schon von vorher kennen, wir nehmen die dritte Wurzel in unserem Fall und jetzt von d mal rr mal Nennwert, also die Wahrscheinlichkeit, dass es ausfällt, mal die Rückzahlungsrate mal den Grundwert plus die Gegenwahrscheinlichkeit, dass es eben nicht ausfällt, mal den Nennwert. Und im ersten Fall, wenn wir eine 0% Ausfallwahrscheinlichkeit haben, dann setzen wir hier und hier eben die 0 ein und wir kommen eben auf die 10,06%, die wir schon kennen. Warum kommen wir hier auf die 10,06%? Naja, im Standardfall nehmen wir ja hier den Nennwert, beziehungsweise bei der Effektivverzinsung und das haben wir ja hier auch. Wenn wir keine Ausfallwahrscheinlichkeit haben, kriegen wir halt zu 100% unseren Nennwert wieder und dann müssen natürlich Effektivverzinsung, erwartete Rendite gleich sein. Für den zweiten Fall, wir setzen jeweils 25% ein und wir bekommen eine
außer Wahrscheinlichkeit von 5,17%. Für den Fall, dass wir 50% außer Wahrscheinlichkeit haben, setzen wir hier jeweils 50% ein und wir kriegen eine erwartete Rendite von 0. Und für den Fall von 75% außer Wahrscheinlichkeit kriegen wir sogar eine negative Rendite von minus 5,9%. Und für den Fall, dass wir 100% Ausfallwahrscheinlichkeit haben, kriegen wir sogar eine erwartete Rendite von minus 12,64%. Ich möchte hier die Chance nochmal nutzen, auf ein paar Besonderheiten einzugehen. Wie schon gesagt, wenn wir 100% Rückzahlungsbetrag haben, das heißt keine Ausfallwahrscheinlichkeit und nichts, dann sind natürlich Effektivverzinsung und erwartete Rendite gleich. Ansonsten sehen wir, dass die erwartete Rendite immer weiter sinkt. Was daran liegt, dass normalerweise, wie ich auch schon vorher erwähnt habe, der Preis normalerweise sinkt, wenn ich natürlich geringere erwartete Zahlung habe. Dadurch, dass der Preis hier jetzt fixiert ist, das heißt den Betrag, den wir bezahlen müssen, wissen wir, weil er am Markt, weil wir ihn am Markt beobachten können, ist es halt, je nachdem, was die wirkliche Ausfallwahrscheinlichkeit der Anleihe ist, sinkt eben meine erwartete Rendite, weil ich natürlich immer weniger Geld bekomme, bis hin sogar, dass er negativ ist. Gut, ich hoffe, mit dem kleinen Video konnte ich euch ein bisschen mehr Intuition dahinter geben, was es bedeutet, eine Anleihe mit Ausfallwahrscheinlichkeit zu bewerten, beziehungsweise wie Effektivverzinsung und erwartete Rendite in diesem Fall funktionieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.